Levels, ungefähr 250, 300 Meter entfernt. Und in dieser Richtung war bis Anfang des letzten Jahres der Club der Mongols, ungefähr 400 Meter entfernt. An sich das Auftreten der Hells Angels und deren Artverwandten sind ja nun auch bedrohlich genug. Sie müssen ja gar nicht viel machen. Sie brauchen sich ja mit ihren Kunden nur hinstellen und brauchen einfach nur böse gucken. Das strahlt schon eine Atmosphäre aus, wo Leute auch Angst haben. Bremen und seine vielen Rocker. Die Bürger verschreckt, die Opposition empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällig sind, dadurch bedingt, dass sie zahlreiche Straftaten hier in Bremen begangen haben. Die Polizei ermittelt seit Jahren, nimmt fest, viele seien kriminell. Die andere Seite nennt rabiate Hausdurchsuchungen schon mal Diskriminierung. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Die erniedrigen uns hier immer. Die provozieren uns, damit wir noch mehr kriminell werden oder kriminell werden. Also wir wissen gar nicht, was wir machen. Was sie machen? Allein 2010 listet die Polizei 648 Straftaten nur eines Clans auf. Wir wollen mit einem der Anführer sprechen. Der ist schwer zu finden und, so lässt er ausrichten, mit der Presse will er lieber nichts zu tun haben. Diese Großfamilie oder diese ethnischen Clans haben natürlich zu einem großen Teil auch das Ziel, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu sein. Das gilt genauso für die Rocker. Bremens Rocker. Die Mongols sind inzwischen zwar verboten, aber nächste Truppen stehen schon bereit. Diese nennen sich Median Empire. Im Internet machen sie auf harten Mann, posieren mit Waffen. Und auch die Black Jackets sind im Anmarsch. Sie haben ihr Clubhaus 15 Kilometer vor Bremen. Im Internet auf YouTube reimen sie schon bedrohlich wie die ganz Großen. Gefährliche Straßengangs schließen sich uns an. Egal was noch kommt, wir halten zusammen. Bei dem nächsten Mal. Drohgebärden als Lifestyle oder bald schon Realität? Wobei wir momentan die Situation. Anwohner Budde ist nochmal auf privater Streife vor dem Clubhaus seiner Hells Angels Lieblingsfeinde. Heute ist mal nicht so viel los, egal. Budde will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt. Man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd. Wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und hier klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, es war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln.
Na, wie wirken diese Herren hier hinter mir? Vertrauenswürdig? Nun, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber bei den Hells Angels, wie sich dieser Motorradclub nennt, gibt es nun schon das ein oder andere Indiz, dass es sich nicht nur um nette Männer mit Begeisterung für schwere Maschinen handelt. Drogenschmuggel, Waffenhandel, Prostitution, Körperverletzung, sogar 3 Tötungen in den letzten Jahren, alles mit dabei. Kurzum, nicht gerade Menschen, mit denen man als rechtschaffener Bürger viel zu tun haben will. An der niedersächsischen Kleinstadt Walsrode aber kann man beispielhaft beobachten, wie leicht eine Gruppe wie die Hells Angels öffentliches Leben unterwandern kann, wenn sie ihre Kutten ausziehen und sich ein bürgerliches Mäntelchen überwerfen. Jamila Benkeluf und Gita Eckberg. Stadtfest im niedersächsischen Walsrode im letzten Sommer. Alles unter Kontrolle. Dank eines besonderen Mitbürgers, den die Veranstalter extra beauftragt haben, für Sicherheit zu sorgen. Wolfgang Heer, Unternehmer und Funktionär der Hells Angels, organisiert den Sicherheitsdienst. Ein Stadtfest, bewacht von Rockern, scheinbar ganz normal. Doch es gibt einen, der sich darüber aufregt. Detlef Giesecke von den Grünen beklagt auf einer Diskussionsveranstaltung nach dem Stadtfest, dass diese Sicherheitsdienste also von einer Mitglied einer Organisation organisiert wird, die von der Polizei als sehr gefährlich betrachtet wird. Rockerfunktionär Herr nimmt's gelassen. Die Stimmung ist hier wohlwollend. Vielleicht, weil er sich in Walsrode seit Jahren großzügig gibt. Dann spenden wir monatlich einen Betrag an die Arche. Monatlich ans Rote Kreuz. Ich habe ein Patenkind in Indien über die Organisation Plan. Aktion Mensch bekommt monatlich. SOS Dorf, Kinderdorf bekommt monatlich. Ärzte ohne Grenze bekommt monatlich. Germania Walsrode hat bis vor 2 Jahren immer die Zuschüsse bekommen, dank meines verstorbenen Freundes Böschi Müller. Der Weihnachtsmarkt hat jedes Jahr von mir Zuschüsse bekommen. Der Gönner von den Hells Angels ist bei manchen gern gesehen, die Kritik nicht so sehr. Immer hilfsbereit und auch hier im Ort für den Sportverein. Das ist doch kein Geheimnis. Also, und jetzt wird so ein Theater gemacht, finde ich irgendwo ein bisschen albern. Ne? Dabei sind die Hells Angels nicht irgendein freundlicher Motorradverein älterer Herren. Bei deutschen Staatsanwaltschaften gehören Rocker wie Sie zu den Stammkunden. Rund 360 Ermittlungsverfahren jedes Jahr. Und oft kommt sogar ein Funktionär zur Beobachtung vorbei. Etwa Wolfgang Heer, hier im Duisburger Gericht. Ein Hells Angel soll ein Mitglied eines konkurrierenden Clubs getötet haben. Am Ende wird er wegen Totschlags zu 11 Jahren Haft verurteilt. Es handelt sich hier nicht um einen friedfertigen Motorradclub, der bundesweit zusammenkommt, sondern bereits seit 2009 haben wir 3 Tötungsdelikte, die im direkten Zusammenhang mit den Hells Angels stehen, registriert. Und darüber hinaus gibt es eine 2-stellige Anzahl von versuchten Tötungsdelikten. Doch in Walsrode stießen solche Fakten bis vor kurzem auf wenig Interesse. Wie gesagt, der Rocker und Hells Angels Funktionär ist ein spendenfreudiger Bürger. Warum sollte man, findet die Bürgermeisterin, da nicht mit ihm zusammenarbeiten? Das ist eine Frage, die jeder mit sich selbst abmachen muss. Zu wem gehe ich? Welches Bier trinke ich? Welche Kneipen besuche ich? Gehe ich in ein Bordell? Gehe ich nicht in ein Bordell? Gehe ich in Kneipen, die auch offiziell dieses Zeichen 81 vorne an der Tür haben, wo ich dann ja weiß, es könnte oder es wird wohl einen Hells Angels Hintergrund haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Schließlich ist ja alles legal. Etwa das Bordell in Walsrode, das der Rockerfunktionär betreibt. Auch sonst hat Heers Familienunternehmen hier einiges zu bieten. Eine Bowlingbahn etwa oder auch ein Sportzentrum. Herr weiß genau, was zählt in Walsrode. Wissen Sie, ich bin seit 10 Jahren Mitglied des Hells Angels. Ich spende seit 1971. Ich werde mich doch jetzt mit 65 Jahren nicht mehr umbiegen lassen in meinem sozialen Verhalten. In der einen Sache bin ich Hells Angel, in der anderen Sache bin ich Mensch. Das ist doch meine Sache. Doch der grüne Störenfried macht weiter. Keine Geschäfte mehr mit Hells Angels, fordert er.
Das ist offenbar zu viel der Kritik. Mit dem jahrelangen Frieden in Walsrode ist es nun vorbei. Erstes Anschlagsziel im vergangenen Herbst, das Auto des Grünen. Zerschlagene Fenster, zerstochene Reifen, dann noch ein kleines Feuerwerk auf dem Auto. Doch die Polizei hat die Täter bisher nicht gefunden und die Bürgermeisterin beruhigt, ein Zusammenhang mit dem Rocker-Thema sei nicht bewiesen. Bedauerlicherweise ist es so, dass ich fast einmal in der Woche eine Strafanzeige schreiben muss, weil eben öffentliche Einrichtungen durch Graffiti beschmiert werden, dass irgendetwas abhanden kommt, das geklaut wird, dass eben auch Dinge beschädigt werden. Dann allerdings der nächste Anschlag. Ziel diesmal das Haus des Rechtsanwaltes des grünen Politikers. Eine Kugel reicht. Eine unmissverständliche Botschaft für den Betroffenen. Weil eine so dezidierte, kurz gefasste Drohung, versehen mit einem Fadenkreuz, für mich kein Streich ist, sondern das ist eine Todes-, eine Morddrohung. Wieder kann die Polizei keine Täter finden. Wegen der Morddrohung kommt Walsrode aber in die Schlagzeilen. Es ist eine Stadt, an der deutlich wird, wie schnell Strukturen außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft aufgebaut werden können und wie schwierig es aufgrund der Machtposition der Hells Angels ist, diese Strukturen zu beseitigen. Nun will der Stadtrat endlich Flagge zeigen. Der erste Akt wird die Hells Angels allerdings kaum in Panik versetzen. Es ist nur eine Erklärung. Eigentlich eine Art Bittschrift an Vereine und Geschäftsleute der Stadt. Dass die Vereine und Verbände, die eine solche Nähe zu diesen Firmen zulassen, dass sie bitte damit aufhören. Die Deputation hat heute mit großer Mehrheit die Strategie des Innenressorts und der Polizei unterstützt. Das heißt Null Toleranz. Wir gehen weiter so konsequent vor wie am Wochenende. Wer hier sich zusammen findet, wird die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen dürfen. Und insofern sind wir auch auf zukünftige Auseinandersetzungen vorbereitet. Also es sieht sehr danach aus, dass die Aggressionen vom Wochenende von einer Gruppierung der Hells Angels ausgegangen sind. Und deswegen sind wir fieberhaft daran zu arbeiten, nunmehr durch ein Verbotsverfahren in die Öffentlichkeit zu nehmen. Die Deputation hat im Wesentlichen das auch bestätigt, was wir bisher machen. Es ist ja keine neue Strategie, sondern wir versuchen einerseits durch Verbotsverfahren die Rocker aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Das heißt, keine Ausfahrten mehr, keine Vereine und keine Belästigung mehr der Bevölkerung, die sich ja auch verängstigt fühlt, wenn in dieser Massivität öffentlich aufgetreten wird. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite führen wir sogenannte Strukturverfahren. Das heißt, wo Rocker im Bereich Rotlichtmilieu oder im Bereich Drogenhandel sind, da sind verdeckte Ermittler dran. Das ist natürlich schwierig und darüber reden wir auch nicht öffentlich, was da im Einzelnen läuft. Aber das sind so die beiden Elemente der polizeilichen Strategie. Naja, das Verbot der Hells Angels oder anderer Rockergruppen und auch ein Kuttenverbot macht durchaus Sinn. Das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich so, dass damit nur das äußere Erscheinungsbild der Rocker behindert wird. Nicht behindert wird natürlich, werden natürlich weitere Machtdemonstrationen, wie wir es jetzt auch am Wochenende hatten. Nicht behindert wird an der Stelle insbesondere nicht die Arbeit, die diese Rockergruppen in der illegalen organisierten Kriminalität durchführen. Und damit verdienen sie ja ihr Geld. Und die aus meiner Sicht geschehen diese Rocker-Auseinandersetzungen auch nur, weil sie diese kriminellen Aktivitäten in der Stadt weiterhin ungestört durchführen wollen. 1994. Ein Krieg tobt in Montreal. Die Motorradclubs Hells Angels und Rock Machine bekämpfen sich bis aufs Blut. Es geht um Drogen und Macht. Drogen brachten jährlich $1 Milliarde. Die Verbrechen organisiert der Anführer der kanadischen Hells Angels, Mom Boucher. Ich habe seinen ersten Mord gesehen. Boucher will die alleinige Kontrolle über Quebec. Er dachte, niemand käme an ihn ran. Nobody could hurt him. Anfangs bekämpfen die Biker sich nur untereinander.
Aber schließlich gibt es auch unschuldige Opfer. Empört verlangen die Bürger, dass die Polizei endlich eingreift. Die Beamten müssen Mambouchet dingfest machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Insider, der bereit ist, seinen Club zu verraten. Aber können sie einem Kriminellen trauen, der sich bei den Hells Angels hocharbeitet? Die Beamten haben keine Wahl. Sie können Mambouchet nur mit seiner Hilfe überführen. ...1977 tauchen die Hells Angels erstmals in der Provinz Quebec auf. Sie lassen sich in Montreal nieder. Den Bürgern von Quebec gefällt das Image der freiheitsliebenden, trinkfesten Motorradrocker. Der Mythos um diese Gang fasziniert viele junge Männer. Ich glaube, es ist angeboren. Schon als ich klein war und zum ersten Mal ein Pulk Motorräder an mir vorbeidonnerte, träumte ich davon, dazuzugehören. Zu dem 1% Menschen, die sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. Als 17-Jähriger wollte ich sein wie Sie. Sie haben schwere Harleys, große Autos und schöne Freundinnen. Das war schon sehr verlockend. Und sie haben viele Freunde, die zusammenhalten wie eine große Familie. Außerdem können sie tun, was sie wollen, solange sie nicht erwischt werden. Was für ein Nervenkitzel. Nur wenig später finden die Bürger von Quebec die Wahrheit heraus. Die Hells Angels bauen eine kriminelle Organisation auf, die Schutzgelder erpresst, Zuhälterei betreibt und mit Drogen dealt. Ihre Ziele setzen sie mit brutaler Gewalt durch. Wer sich mit den Hells Angels anlegt, stirbt. Ohne Wenn und Aber. Es ist aus für dich. Skrupellos verteidigen die Hells Angels ihre kriminelle Vorherrschaft. Wenn jemand bereit ist, derartig brutal vorzugehen, gewinnt er immer mehr Macht. Und schließlich kann er alle Bereiche der organisierten Kriminalität an sich reißen. Genau das ist Mambouchets Ziel. Er will die Hells Angels zur mächtigsten kriminellen Organisation aller Zeiten erheben. Mambouchet stammt aus einem Montrealer Problemviertel. Er war groß, stark und brutal und wurde mehrmals verhaftet, bevor er als Teenager ein Rocker wurde. Boucher bricht die Schule in der 9. Klasse ab und schlägt sich mit Drogen und Verbrechen durch. Sie scheinen einen Ausweg aus der Armut zu bieten. Ich habe gesehen, wie er seinen ersten Mord begangen hat. 1979 oder 80 im Bordeaux-Gefängnis. Schon damals wollte er sich unbedingt beweisen. Das Macho-Gehabe der Rockerbanden übt eine große Anziehungskraft auf Boucher aus. Zusammen mit seinem Freund Salvatore Gassetta gründet er den Motorradclub SS. Es ist der erste Schritt, sich seinen Traum zu erfüllen und ein Hells Angel zu werden. 1985 bietet sich eine weitere Chance. Bis zum Massaker in Lennoxville blieb alles ruhig. Damit fing der Ärger an. 1985 gibt es in Montreal zwei Hells Angels Charter. Die Mitglieder des Laval Charters wollen vor allem feiern. Häufig nehmen sie das Kokain, das sie verkaufen sollen, einfach selbst. Den profitorientierten Mitgliedern des Sorel-Charters wird das zu bunt. Sie beschließen, ihren Standpunkt ein für allemal klarzumachen. Sie laden das Laval-Charter zu einem Treffen in Lennoxville ein. Dort erschießen sie die Männer, ihre eigenen Brüder. A
Damit hoben die Hells Angels Gewalt und Einschüchterung auf eine neue Ebene. Das gab es unter Bikern noch nie. Die Rocker sind zu Mördern geworden. Sie machen jedoch einen entscheidenden Fehler. Ein Mann hat das Massaker überlebt. Er nennt der Polizei die Namen der Lennoxville-Mörder und die verhaftet fast die Hälfte aller Hells Angels in Quebec. Für Montboucher ist es eine einmalige Gelegenheit. Plötzlich gab es bei den Hells Angels ein Vakuum. Kerle wie Montboucher bekamen die Chance, Anwärter zu werden und sehr schnell zu Vollmitgliedern aufzusteigen. Salvatore Cassetta verabscheut die Vorgehensweise der Hells Angels. Die eigenen Brüder zu töten, er wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Er gründete Rock Machine. Die Freundschaft zwischen Cassetta und Boucher nimmt so ein jähes Ende. Montboucher steigt bei den Hells Angels ein und der Bikerkrieg in Quebec nimmt seinen Lauf. Beide Clubs wollen die Vorherrschaft im profitablen Drogengeschäft. Die Bandenkriege begannen 87, als Mom ein Angel wurde. Montboucher hat klare Vorstellungen von der Zukunft der Hells Angels. Herrschaft, Macht und Reichtum. Er will nicht nur den gesamten Drogenhandel in Quebec kontrollieren. Zusätzlich plant er, die Kneipen und Nachtclubs an sich zu reißen, die der Rock Machine gehören. Er ging in jede Bar in Montreal, die noch nicht von den Hells Angels kontrolliert wurde. Er zwang die Dealer in der Kneipe, ihre Ware ab jetzt bei ihm zu beziehen. Oder er setzte den Barbesitzer unter Druck, Moms Leute dort dealen zu lassen. Sonst brannte die Bar. Einschüchterung ist das Erfolgsrezept der Hells Angels. Drogen brachten jährlich eine Milliarde Dollar ein. Den Jungs von der Rock Machine etwas davon zu überlassen, hätte Boucher kaum wehgetan. Aber sein Ego verlangte, dass er alles bekam. Ein blutiger Revierkampf ist die Folge. In 2,5 Jahren brannten sie etwa 150 Clubs ab. Ständig Bombenanschläge und Schießereien. Wir trugen immer schusssichere Westen und ich hatte stets eine Waffe bei mir. Und ich habe sehr oft meinen Wagen gewechselt. Es ging so weit, dass wir uns Babyfone kauften. Diese Dinger, mit denen man hört, ob das Baby in seinem Zimmer weint. So eines legt man sich ins Auto, wenn man schlafen geht. Dann merkt man, wenn sich jemand am Wagen zu schaffen macht oder das Grundstück betritt. Anfang der 90er Jahre ist Montboucher bereits der Anführer der kanadischen Hells Angels. Immer wieder liefern sie sich blutige Schießereien mit rivalisierenden Clubs. Dennoch erregen die Vorfälle wenig Aufmerksamkeit. Immerhin sind es nur Kriminelle, die sich gegenseitig ermorden. Die Polizei betrachtet die zunehmende Gewalt mit Sorge. Intensive Ermittlungsarbeiten gegen die Hells Angels sind jedoch praktisch unmöglich und herkömmliche Überwachungstechniken so gut wie nutzlos. Auch undercover kann man die Hells Angels kaum unterwandern. Die Biker halten sich Spione durch ein langwieriges Aufnahmeverfahren vom Leib.
Bei den Hells Angels beginnt man als Hangaround. Etwa ein Jahr lang ist man im Grunde ein Sklave des Clubs. Ein Hangaround trägt Taschen, spielt den Fahrer und steht jederzeit für die Mitglieder bereit. Erst wenn er sich durch Drogendealerei, Mord oder Körperverletzung bewiesen hat, wird er ein Prospect. Es dauert gut 5 Jahre, bis man ein Mitglied wird. Kaum eine Polizeieinheit kann es sich leisten, vor der eigentlichen Ermittlung 5 Jahre zu investieren. Ohne belastendes Material können die Polizisten die Motorradfahrer nur immer wieder anhalten und überprüfen. Sie hoffen, Spitznamen, Gesichter und Verbrechen zusammenzubringen. Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ab, als sich der Polizei ein Hangaround anbietet, der die Geheimnisse der Hells Angels nur zu gern verraten will. Danny Kane stammt aus einer ländlichen Gegend in Quebec. Seine Eltern können keine 3 Kinder ernähren und geben Danny in die Obhut seines kinderlosen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat 2 Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Vollmitglied zu werden. Sie waren seine Chance, in der kriminellen Welt aufzusteigen. Als Hells Angel würden sich Dannys Träume von Geld, Macht und Respekt erfüllen. Neben seiner kriminellen Vergangenheit verfügt Danny Kane noch über andere Eigenschaften, die die Hells Angels begrüßen. Er nimmt keine Drogen und erfüllt seine Pflichten ohne zu murren. Seine Schwäche ist Sex. Kane hat ständig neue Affären und genau das wird ihn schließlich in Schwierigkeiten bringen. Kane hat sich seinen Ruf hart erarbeitet. Er begann mit Bodybuilding und wurde ein gefürchteter Drogendealer und Schuldeneintreiber für die Montreal Hells Angels. Auch für ranghohe Mitglieder wie den Landesvorsitzenden Walter Stetnik. Während sich Mom Boucher voll und ganz auf Quebec konzentriert, möchte Stadnick die Hells Angels in ganz Kanada ansiedeln. Nicht jeder hält das für eine gute Idee. Walters Versuche, andere Rockerclubs zu kontaktieren, wurden zunächst abgeblockt. Die Los Bravos aus Manitoba und Satan's Choice aus Ontario hatten fast genauso viele Mitglieder wie die Hells Angels. Sie hatten vereinbart, ihre Reviere nicht den Angels zu überlassen. Stadnick will seine Expansionspläne dennoch durchsetzen. Walter gründete die Demon Keepers. Stadnicks Vorhaben ist ebenso einfach wie hinterhältig. Seine neue Motorradgang wird die Drogen billiger anbieten als die anderen Dealer. Danny Kane soll sein Vorhaben umsetzen. Was wirklich hinter Stadnicks Plan steckt, erkennt Kane erst Monate später. Er ist stolz auf seine verantwortungsvolle neue Aufgabe. Danny war im 7. Himmel, weil ihm Macht übertragen worden war. Er war der Leiter der Demon Keepers und der Operation. Für ihn war klar, wenn mir das gut gelingt, werde ich Vollmitglied. Aber es war schwierig.
Ich glaube nicht, dass schon mal jemand ein neues Charter eröffnen sollte, ohne in der Gegend bereits jemanden zu kennen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Weil sie keinerlei Kontakte hatten, versuchten die Demon Keepers einfach in Bars Drogen zu verkaufen. Als Franco-Kanadier in einer englisch geprägten Gegend fallen die Demon Keepers extrem auf. Am 1. April 1994 wird Danny Kane verhaftet. Sie fanden Drogen, Waffen und einen Kofferraum voller Demon Keepers Jacken. Es war sonnenklar, was vor sich ging. Kane nahm die ganze Schuld auf sich, obwohl er durch seine Vorstrafen am meisten zu verlieren hatte. Walter versicherte Danny, dass er ihm nicht die Schuld am Scheitern der Operation gab. Er sei weiterhin in Montreal willkommen, aber er wurde kein Prospect und erst recht kein Mitglied. Das nahm Danny übel. Der Plan war raffiniert und hinterhältig. Stadnick verkündete großspurig, dass die Hells Angels das Gebiet übernehmen würden. Dabei hatten sie nie eine Chance. Im Gefängnis muss Kane erkennen, dass er nur eine Spielfigur für Stadnick war. Die Demon Keepers mussten versagen. Sie dienten nur dazu, von Stadnicks Expansion in den Westen abzulenken. Danny wurde klar, dass Stadnick ihn benutzt hatte. Kane ist wütend. Er wird für niemanden als Prügelknabe herhalten. Er will Walter Stadnick, Mom Boucher und die Hells Angels vernichten. Die Polizei sucht noch immer einen Weg, den Drogenkrieg in Montreals Straßen zu beenden. Aber die Beamten können nur einzelne Vergehen ahnden, bei denen sie die Biker auf frischer Tat ertappen. Ein rachsüchtiger Informant wie Danny Kane könnte die Wende bringen. Und er würde alles tun, um Walter Stadnicks Leben zur Hölle zu machen. Sie hatten ihn ausgenutzt und ins Gefängnis gebracht. Deshalb hat er sich an uns gewandt. Nach 6 Monaten wird Danny Kane entlassen. Er verschwendet keine Zeit und meldet sich bei der kanadischen Polizei. Danny Kane war intelligent und wusste das. Die meisten Biker betrachtete er dagegen als Dummköpfe. Kane bietet sich als Informant an. Er war auf Rache aus. Endlich hat die Polizei eine Waffe gegen die Hells Angels. Einen Spion, der Einblicke in die Struktur des Clubs geben kann. Ein gefährliches Spiel für Danny Kane. Wenn die Biker auch nur vermutet hätten, dass Danny ein Informant war, hätten sie ihn ermordet. Und es wäre ein langsamer, qualvoller Tod gewesen. Für Danny Kane ist das Risiko nur ein zusätzlicher Reiz. Er lebte gern gefährlich und liebte es, andere aufs Kreuz zu legen. Die eine Seite gegen die andere auszuspielen, gab ihm ein Gefühl von Macht. Der frisch gebackene Informant kehrt umgehend in das Hells Angels Clubhaus zurück. Dort empfängt man ihn mit offenen Armen. Es war leicht, nachdem er gesessen hatte, ohne jemanden zu verraten. Kontakte hatte er ja schon. Er hing immer mit den wichtigen Typen rum. Außerdem war er eine Art Diener, der alles erledigte, was man ihm auftrug. Noch ist Kane damit zufrieden, nur ein einfacher Soldat zu sein. So kommt er leicht an Informationen für die Polizei. Die Treffen mit der Polizei waren kurz.
Die geheimen Treffen finden etwa dreimal wöchentlich in Hotelzimmern statt. Anfangs bezahlt die Polizei Kane $1000 die Woche, in bar. Als Gegenleistung erfahren die Beamten von Kriegsvorhaben, wer wen ermordet hat und wer als nächstes dran ist. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny, ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Zum Clubleben gehören auch tägliche Besuche im Fitnessstudio. Sie hatten ihre eigene Ästhetik. Zumindest die Quebec Hells Angels sahen immer aus wie Actionfiguren. Mit übertrieben aufgepumpten Bizeps und Oberschenkeln. Selbst im Fitnessstudio belauscht Kane Mom Boucher. Welchen Rock Machine Club, welche Kneipe, welches Hauptquartier bombardiert er als nächstes? Er berichtete über die Strukturen der Angels und ihre Verbrechen. Auch wer Bomben baute und wofür. Fünf Monate später erhält Danny Kane bereits $2000 wöchentlich für seine Berichte. Er ist der bestbezahlte Informant der kanadischen Polizei. Geld spielte eine große Rolle. Danny gibt gern und viel Geld aus. Vor allem für Frauen. Ein großzügiger Lebensstil war ihm sehr wichtig. Er konnte mit der Führungsriege feiern, die Frauen haben, die er begehrte, und ein Leben auf der Überholspur genießen. Im Grunde liebt Danny Kane das Leben als Motorradrocker. Er träumt noch immer davon, ein Vollmitglied zu werden. Seine Loyalität beweist er durch seine Arbeit für die Angels. Ursprünglich war Danny Kane ihr Sprengstoffspezialist. Er hat mehrere Bars und Clubs ausgebombt und viele weitere Bomben gebaut. Je länger der Bikerkrieg andauert, umso tiefer verstrickt sich Kane in die Machenschaften der Hells Angels. Die Polizei hat sich in eine gefährliche Lage gebracht. Sie macht gemeinsame Sache mit einem gewieften Kriminellen. In seinen Gesprächen mit den Beamten belastet Kane sich nie selbst. Die eigenen Verbrechen musste er anderen anlasten. Und das hat Kane als Informant sehr oft getan. Die Polizisten sind auf die Insider-Informationen angewiesen, wenn sie Mom Boucher hinter Gitter bringen wollen. Schon deshalb schauen sie weg, wenn es um Kanes Gesetzesbrüche geht.
Wenn man päpstlicher als der Papst ist, kommt man nicht an Verbrecherbanden wie die Hells Angels heran. Wir spielen nach den Regeln und übertreten selbst keine Grenzen. Solange wir nicht wissen, dass ein Informant kriminellen Aktivitäten nachgeht, beziehen wir weiter möglichst viele Informationen von ihm. Während Danny Kane sein doppeltes Spiel treibt, vergrößert Mambouchet seine Macht, indem er feindliches Territorium übernimmt. Doch seine Gegner von Rock Machine geben sich nicht kampflos geschlagen. Wir werben Leute an, die gegen die Hells Angels waren. Rock Machine stocken ihre Truppen mit Kleinkriminellen und unabhängigen Drogendealern auf. Wir wollten sie so hart treffen, dass sie nicht wieder aufstehen. Bouchers Versuch, die gesamte Unterwelt zu beherrschen, lässt den Bikerkrieg endgültig eskalieren. Sie mussten erkennen, dass wir Widerstand leisten. Am 9. August 1995 gerät die Situation endgültig außer Kontrolle. Die Hells Angels zünden eine Bombe in einer Wohngegend. Der Sprengsatz ist für einen Rivalen bestimmt. Zum ersten Mal in all den Jahren gibt es jedoch auch ein unbeteiligtes Opfer. Ein Splitter trifft den 11-jährigen Daniel Desrochers. Sein Tod versetzt die Bürger in Aufruhr. Sie verlangen, dass die Polizei endlich hart durchgreift. Der Krieg zwischen Hells Angels und Rock Machine wurde lange genug ignoriert. Nun hat er das Leben eines Kindes gefordert. Damit haben die Rocker eine Grenze überschritten. Die Gesellschaft will die Ausschreitungen nicht länger hinnehmen. Die Menschen fürchteten die Biker schon länger, aber solange sie sich nur gegenseitig töteten, sahen sie weg. Dann starb auf einmal ein unschuldiges Kind und die Bürger waren außer sich. Am meisten hat mich getroffen, dass die Bombe mit einer Fernbedienung gezündet wurde. Die Täter waren nicht etwa kilometerweit entfernt. Sie müssen das Kind gesehen haben. Es war ihnen egal. Ihr Job war es, die Bombe zu zünden, und nur das zählte. Insbesondere Mambouchet zeigt sich nicht besonders erschüttert von Daniels Tod. Ein Kind ist gestorben und am nächsten Tag lacht er schon wieder in die Kameras, obwohl seine Leute den Wagen gesprengt hatten. Er war einfach widerlich. Die Polizei gründet umgehend ein Sondereinsatzkommando. Seine Aufgabe, Mambouchet und seine Bande festzusetzen. Die Bürger drehten fast durch. Sie wollten die Einsatzkräfte verdoppeln. Wir sollten den Jungs den Garaus machen. Viele Hells Angels Charter und die Mitglieder anderer Motorradclubs fordern, dass Mambouchet den Krieg beendet. Die Gier treibt sie dazu. Das verstärkte Polizeiaufgebot erschwert ihre kriminellen Machenschaften. Die Mehrzahl der Hells Angels, der Rock Machine und der Bandidos wollte endlich wieder Frieden. Aber Mambouchet ist nicht bereit, sein Ziel aufzugeben. Er will die Kontrolle über ganz Quebec. Mittlerweile ist der Polizei jeder Grund recht, ihn festzunehmen. Schließlich verhaftet Mambouchet wegen illegalen Waffenbesitzes. Ein geringes Vergehen. Mit uns sprach er gar nicht erst. Sein Anwalt sollte das für ihn übernehmen. Boucher verachtete die Polizei. Nach nur 6 Monaten Haft wird Boucher wieder entlassen.
Im Gefängnis hat er jedoch etwas Beunruhigendes erfahren. Ein Polizeibeamter hat damit geprahlt, dass ein Informant die Hells Angels unterwandert habe. Boucher kennt nur noch ein Ziel: den Verräter ausfindig zu machen. Er hat niemanden getraut. Es gab eine Liste mit Verdächtigen. Kurz darauf wurde Kane dringend ins Clubheim bestellt. Er hatte natürlich Todesangst. Angst ist unbegründet. Es gibt einen weiteren Verräter unter den Hells Angels. Ein Auftragskiller und ziemlich hochrangiges Mitglied hatte für die Polizei spioniert. Nach seiner Verhaftung spricht der Mann öffentlich über die Hells Angels und ihre Verbrechen. Montboucher kommt dennoch unbeschadet davon. Nun ist er misstrauischer denn je. Kanes Betreuer sind erleichtert. Sie haben weiterhin eine Chance, Boucher mit Hilfe ihres Spions dingfest zu machen. Dennoch ist Boucher überzeugt, dass es einen weiteren Verräter gibt. Auch Kanes Loyalität soll auf die Probe gestellt werden. Mit einem Mord. Walter Stadnick plant unterdessen noch immer die Expansion in den Westen. Er lädt David Boyko, den mächtigsten Biker aus Winnipeg, zu einer Hells Angels Party ein. Auf der Party in Halifax zettelt der Hells Angel Donald Magnusson einen Streit mit Boyko an. Am nächsten Tag fand man Boykos Leiche im Wasser. Es war klar, dass Magnusson der Täter war. Die Hells Angels waren wütend. Sie hatten einen Los Bravos eingeladen und er wurde auf der Party ermordet. So behandelt man seine Gäste nicht. Erst recht nicht, wenn sie demnächst Hells Angels werden sollen. Es ist die Gelegenheit, Kanes Loyalität auf die Probe zu stellen. Er sollte seinen Freund Magnusson beseitigen. Kane war erstmal ratlos. Er war in einer schrecklichen Lage. Wenn er Magnusson tötet, hält Montboucher ihn nicht länger für einen Spion und ernennt Kane endlich zum Vollmitglied. Aber was ist mit seiner Stellung bei der Polizei? Ein Informant darf keinen Mord begehen. Verweigert Danny Kane den Mord jedoch, steht er vor Montboucher als Verräter da. Es ist ein kaum lösbares Dilemma. Einerseits wäre Kane nur zu gern ein Hells Angel. Andererseits hat er ihnen Rache geschworen. Was ist ihm wichtiger? Menschen zu manipulieren ist Danny Kane zur zweiten Natur geworden. Kurze Zeit nach Bouchers Fall den Polizeibeamten mit, dass er die Situation in den Griff bekommen habe. Kane hat Boucher auf eine Ehrenfrage hingewiesen und der ist darauf angesprungen. Kane
Kane meint, im Kodex der Hells Angels sollte eine neue Regel verankert werden. Muss ein Vollmitglied getötet werden, darf dies nur ein anderes Vollmitglied übernehmen. Er wusste, dass Mambouché ganz scharf darauf war, Autorität auszuüben und sich über die anderen zu erheben. Wie mit seiner großartigen neuen Regel. Nur ein Vollmitglied darf ein Vollmitglied töten. Damit ist Danny Kane erst einmal aus dem Schneider. Ihm fehlt ja der Status, um ein Vollmitglied wie Donald Magnusson zu ermorden. Auch die Polizeibeamten sind erleichtert. Wieder ein Kane aus einer schwierigen Situation herausgewunden. Allerdings fehlen ihnen weiterhin ausreichende Beweise, um Boucher vor Gericht zu stellen. Seit fast 2 Jahren versucht Kane, bei den Hells Angels aufzusteigen. All seinen Bemühungen zum Trotz steht er noch immer auf der niedrigsten Stufe als Hangaround. Mit ihm stimmte was nicht. Wie kam er an sein Geld? Von 2000 Dollar die Woche konnte er jede Menge Bier und Essen spendieren. Außerdem fuhr er ein großes Auto. Irgendwann fragten die Mitglieder natürlich, woher er das Geld eigentlich hatte. Kane bittet die Polizei um Hilfe. Er brauchte ein Unternehmen zur Tarnung. Zu der Zeit lebte er am Rande des Schwulenviertels. Die Nachtclubs dort sind bereits unter der Kontrolle der Hells Angels. Aber Kane hat eine neue Idee, die homosexuelle Gemeinschaft auszubeuten. Er beschloss, eine kostenlose Zeitung herauszugeben, die sich über Kontaktanzeigen finanziert. Seine Kontaktleute bei der Polizei sind bereit, ihm zu helfen. Sie geben ihm 35.000 Dollar Startkapital für die Zeitung. Einige haben tatsächlich Kontaktanzeigen geschaltet. Einer von ihnen war Aimé Simard. Der Kleinbetrüger wohnte bei seiner Mutter in einem Vorort von Quebec. Egal, wie sie auf ihn aufpasste, er geriet immer in Schwierigkeiten. Mit seiner Anzeige sucht er einen Partner. Danny Kane antwortet ihm. Das gefiel ihm ungemein. Er mochte Amy. Sie verstanden sich gut und begannen eine Affäre. Selbst auf der sexuellen Ebene lebte er ein Doppelleben. Er war verheiratet und hatte Kinder, aber auch homosexuelle Neigungen. Im Allgemeinen verbarg er solche Affären vor den Hells Angels, weil die etwas gegen Homosexualität haben. Kinderschänder, Informanten und Homosexuelle stehen bei den meisten Bikerclubs auf derselben Stufe. Für den Adrenalin-Junkie Danny Kane ist Aimé Simard ein neuer Kick. Simard lässt sich leicht manipulieren, besonders da er von Kane und seinem kriminellen Lebenswandel schwer beeindruckt ist. Er war ganz heiß darauf, zu der Macho-Biker-Gemeinde zu gehören. Kane dachte sich, wenn die Hells Angels das nächste Mal einen Mord fordern, benutze ich sie mal. Kane stellt Aimé Simard seinen Freunden bei den Hells Angels als möglichen Anwärter vor. Außerdem verwickelt er Simard in kriminelle Geschäfte. Schon bald wird er bereuen, seinen Geliebten in den Club gebracht zu haben. Es war Simards Persönlichkeit. Er konnte nichts für sich behalten, prahlte mit seinen Verbrechen und kannte die Folgen gar nicht. Nach wenigen Monaten ist offensichtlich, dass Aimé Simard ein Risiko für Danny Kane darstellt. Den Hells Angels war er den Ärger nicht wert.
Den Kontakt zu den Polizeibeamten vernachlässigt Danny Kane mehr und mehr. Sie befürchten, dass er lieber ein Biker sein möchte als ein Informant. Schließlich fordern sie, dass er endlich Informationen liefert, die zu Verhaftungen führen. Kane berichtet, dass Simard Rock Machine-Mitglied Jean-Marc Cassie getötet hat. Die Waffe befinde sich in seinem Spind im Fitnessstudio. Die Polizisten überwachen das Studio und nehmen Simard fest, als er seine Pistole abholt. Beim Verhör leistet Simard keinen Widerstand. Er plaudert alles aus. Unter anderem offenbart er auch Schockierendes über den Polizeiinformanten Danny Kane. Um den Hells Angels einen vernichtenden Schlag zu versetzen, haben sich die Gesetzeshüter voll und ganz auf ihren Spion verlassen. Er ist ihre einzige Hoffnung, den Bikerkrieg in Montreal ein für allemal zu beenden. Die Aussagen seines Geliebten erschüttern jedoch die Vertrauenswürdigkeit des Spions. Wie viel waren seine Informationen wirklich wert? Simard gestand einen Mord in Halifax. Das Opfer war Robert McFarlane. McFarlane war ein Risiko. Er hat bei seinen Drogendeals ständig behauptet, mit den Hells Angels zusammenzuarbeiten. Sie haben ihn mehrmals gewarnt und als das nichts half, haben sie ihn umbringen lassen. M.A. Simard erschießt McFarlane. Aber nicht allein. Bei seiner Tat hat er einen Komplizen. Den Polizeiinformanten Danny Kane. Das war ein vernichtender Schlag für die kanadische Polizei. Den Beamten bleibt nichts anderes übrig, als ihren Informanten aufzugeben. Beim nächsten Treffen mit Kane nehmen Polizeibeamte aus Halifax ihn fest. Wir waren so dicht am Ziel. Und dann mussten wir plötzlich wieder bei Null anfangen. Wir hatten keine Wahl. Wenn ein Informant ein so schweres Verbrechen begeht, können wir nicht länger mit ihm arbeiten. Die Polizeibeamten bringen Kane nach Halifax. Kane war überaus zuversichtlich, dass die Polizei ihn unter allen Umständen schützen würde. Er dachte, er könnte Simard anschwärzen und davonkommen, wenn Simard im Gegenzug ihn verrät. Die Polizei würde schon alles gerade biegen und ihn nicht für den Mord an McFarlane und andere Taten mit Simard verhaften. Danny Kane irrt sich. Er wird des Mordes angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. 1997. Mit ihrem Informanten hinter Gittern stehen die Polizisten wieder mit leeren Händen da. Ihr Einsatz war umsonst. Der Bikerkrieg tobt ungehindert weiter. Immer wieder eskaliert die Gewalt. Brutale Morde und Blutvergießen sind an der Tagesordnung. Innerhalb der folgenden fünf... Er hing immer mit den wichtigen Typen rum. Außerdem war er eine Art Diener, der alles erledigte, was man ihm auftrug.
Noch ist Kane damit zufrieden, nur ein einfacher Soldat zu sein. So kommt er leicht an Informationen für die Polizei. Die Treffen mit der Polizei waren kurz. Die geheimen Treffen finden etwa dreimal wöchentlich in Hotelzimmern statt. Anfangs bezahlt die Polizei Kane $1000 die Woche, in bar. Als Gegenleistung erfahren die Beamten von Kriegsvorhaben, wer wen ermordet hat und wer als nächstes dran ist. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny. Ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese offensichtlich, dass Emesimar ein Risiko für Danny Kane darstellt. Den Hells Angels war er den Ärger nicht wert. Den Kontakt zu den Polizeibeamten vernachlässigt Danny Kane mehr und mehr. Sie befürchten, dass er lieber ein Biker sein möchte als ein Informant. Schließlich fordern sie, dass er endlich Informationen liefert, die zu Verhaftungen führen. Kane berichtet, dass Simar Rock Machine-Mitglied Jean-Marc Cassie getötet hat. Die Waffe befinde sich in seinem Spind im Fitnessstudio. Die Polizisten überwachen das Studio und nehmen Simar fest, als er seine Pistole abholt. Beim Verhör leistet Simar keinen Widerstand. Er plaudert alles aus. Unter anderem offenbart er auch Schockierendes über den Polizeiinformanten Danny Kane. Um den Hells Angels einen vernichtenden Schlag. Er dachte, niemand käme an ihn ran. Anfangs bekämpfen die Biker sich nur untereinander. Aber schließlich gibt es auch unschuldige Opfer. Empört verlangen die Bürger, dass die Polizei endlich eingreift. Die Beamten müssen Mambouchet dingfest machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Insider, der bereit ist, seinen Club zu verraten. Aber können sie einem Kriminellen trauen, der sich bei den Hells Angels hocharbeitet? Die Beamten haben keine Wahl. Sie können Mambouchet nur mit seiner Hilfe überführen. '77 tauchen die Hells Angels erstmals in der Provinz Quebec auf. Sie lassen sich in Montreal nieder. Den Bürgern von Quebec gefällt das Image der freiheitsliebenden, trinkfesten Motorradrocker. Der Mythos um diese Gang fasziniert viele junge Männer. Ich Angst haben. Bremen und seine vielen Rocker. Die Bürger verschreckt, die Opposition empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt. Und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive.
Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen Bound anbietet, der die Geheimnisse der Hells Angels nur zu gern verraten will. Danny Kane stammt aus einer ländlichen Gegend in Quebec. Seine Eltern können keine 3 Kinder ernähren und geben Danny in die Obhut seines kinderlosen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat 2 Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Fusionsdingfest zu machen. Dennoch ist Boucher überzeugt, dass es einen weiteren Verräter gibt. Auch Kanes Loyalität soll auf die Probe gestellt werden. Mit einem Mord. Walter Stadnick plant unterdessen noch immer die Expansion in den Westen. Er lädt David Boyko, den mächtigsten Biker aus Winnipeg, zu einer Hells Angels Party ein. Auf der Party in Halifax zettelt der Hells Angel Donald Magnusson einen Streit mit Boyko an. Am nächsten Tag fand man Boykos Leiche im Wasser. Es war klar, dass Magnusson der Täter war. Die Hells Angels waren wütend. Sie hatten einen Los Bravos eingeladen und er wurde auf der Party ermordet. So behandelt man seine Gäste nicht. Erst recht nicht, wenn sie demnächst Hells Angels werden sollen. Es ist die Gelegenheit, Kanes Loyalität auf die Probe zu stellen. Er sollte seinen Freund Magnusson beseitigen. Danny Kane war intelligent und wusste das. Die meisten Biker betrachtete er dagegen als Dummköpfe. Kane bietet sich als Informant an. Er war auf Rache aus. Endlich hat die Polizei eine Waffe gegen die Hells Angels. Einen Spion, der Einblicke in die Struktur des Clubs geben kann. Ein gefährliches Spiel für Danny Kane. Wenn die Biker auch nur vermutet hätten, dass Danny ein Informant war, hätten sie ihn ermordet. Und es wäre ein langsamer, qualvoller Tod gewesen. Für Danny Kane ist das Risiko nur ein zusätzlicher Reiz. Er lebte gern gefährlich und liebte es, andere aufs Kreuz zu legen. Die eine Seite gegen die andere auszuspielen, gab ihm ein Gefühl von Macht.
Der frisch gebackene Informant kehrt umgehend in das Hells Angels Clubhaus zurück. Dort empfängt man ihn mit offenen Armen. Es war leicht, nachdem er gesessen hatte, ohne jemanden zu verraten. Kontakte hatte großen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat zwei Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Vollmitglied zu werden. Sie waren seine Chance, in der kriminellen Welt aufzusteigen. Als Hells Angel würden sich Dannys Träume von Geld, Macht und Respekt erfüllen. Ein Krieg tobt in Montreal. Die Motorradclubs Hells Angels und Rock Machine bekämpfen sich bis aufs Blut. Es geht um Drogen und Macht. Drogen brachten jährlich $1 Milliarde. Die Verbrechen organisiert der Anführer der kanadischen Hells Angels, Mom Boucher. Ich habe seinen ersten Mord gesehen. Boucher will die alleinige Kontrolle über Quebec. Er dachte, niemand käme an ihn ran. Anfangs bekämpfen die Biker sich nur untereinander. Aber schließlich gibt es auch unschuldige Opfer. Empört verlangen die Bürger, dass die Polizei endlich eingreift. Die Beamten müssen Mom Boucher dingfest machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Insider, der bereit ist, seinen Club zu verraten. Aber können sie einem Kriminellen trauen, der sich bei den Hells Angels hocharbeitet? Die Beamten haben keine Wahl. Sie können... Und auch die Black Jackets sind im Anmarsch. Sie haben ihr Clubhaus 15 Kilometer vor Bremen. Im Internet, auf YouTube, reimen sie schon bedrohlich wie die ganz Großen. Gefährliche Straßengangs schließen sich uns an. Egal was noch kommt, wir halten zusammen. Bei dem nächsten Mal. Droge werden als Lifestyle oder bald schon Realität. Wobei wir momentan die Situation. Anwohner Budde ist nochmal auf privater Streife vor dem Clubhaus seiner Hells Angels Lieblingsfeinde. Heute ist mal nicht so viel los, egal. Budde will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt, man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd, wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und der klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, es war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln. Na, wie wirken diese Herren hier hinter mir? Vertrauenswürdig? Nun, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber bei den Helden... Die Polizisten sind auf die Insider-Informationen angewiesen, wenn sie Mom Boucher hinter Gitter bringen wollen. Schon deshalb schauen sie weg, wenn es um Kanes Gesetzesbrüche geht.
Wenn man päpstlicher als der Papst ist, kommt man nicht an Verbrecherbanden wie die Hells Angels heran. Wir spielen nach den Regeln und übertreten selbst keine Grenzen. Solange wir nicht wissen, dass ein Informant kriminellen Aktivitäten nachgeht, beziehen wir weiter möglichst viele Informationen von ihm. Während Danny Kane sein doppeltes Spiel treibt, vergrößert Mom Boucher seine Macht, indem er feindliches Territorium übernimmt. Doch seine Gegner von Rock Machine geben sich nicht kampflos geschlagen. Wir werben Leute an, die gegen die Hells Angels waren. Rock Machine stocken ihre Truppen mit Kleinkriminellen und unabhängigen Drogendealern auf. Wir wollten sie so hart treffen, dass sie nicht wieder aufstehen. Bouchers Versuch, die gesamte Unterwelt zu beherrschen, lässt den Bikerkrieg endgültig eskalieren. Die Strategie des Innenressorts und der Polizei unterstützt. Das heißt, null Toleranz. Wir gehen weiter so konsequent vor wie am Wochenende. Wer hier sich zusammenfindet, wird die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen dürfen. Und insofern sind wir auch auf zukünftige Auseinandersetzungen vorbereitet. Also es sieht sehr danach aus, dass die Aggressionen vom Wochenende von einer Gruppierung der Hells Angels ausgegangen sind. Und deswegen sind wir fieberhaft daran zu arbeiten, nunmehr durch ein Verbotsverfahren in die Öffentlichkeit zu nehmen. Die Deputation hat im Wesentlichen das auch bestätigt, was wir bisher machen. Es ist ja keine neue Strategie, sondern wir versuchen einerseits durch Verbotsverfahren die Rocker aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Das heißt, keine Ausfahrten mehr, keine Vereine und keine Belästigung mehr der Bevölkerung, die sich ja auch verängstigt fühlt, wenn in dieser Massivität öffentlich aufgetreten wird. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite führen wir sogenannte Strukturverfahren. Das heißt, wo Rocker im Bereich Rotlichtmilieu oder im Bereich Drogenhandel sind, da sind verdeckte Ermittler dran. Das ist natürlich schwierig und darüber reden wir auch nicht öffentlich, was da im Einzelnen läuft. Aber das sind so die beiden Elemente der polizeilichen Strategie. Naja, das Verbot der Hells Angels oder anderer Rockergruppen und auch ein Kuttenverbot macht durchaus Sinn. Das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich so, dass damit nur das äußere Erscheinungsbild. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny. Ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten,
Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällig sind, dadurch bedingt, dass sie zahlreiche Straftaten hier in Bremen begangen haben. Die Polizei ermittelt seit Jahren, nimmt fest, viele seien kriminell. Die andere Seite nennt rabiate Hausdurchsuchungen schon mal Diskriminierung. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Die erniedrigen uns hier immer. Die provozieren uns, damit wir noch mehr kriminell werden oder kriminell werden. Also wir wissen gar nicht, was wir machen. Was sie machen? Allein 2010 listet die Polizei 648 Straftaten nur eines Clans auf. Ein Risiko für Danny Kane darstellt. Den Hells Angels war er den Ärger nicht wert. Den Kontakt zu den Polizeibeamten vernachlässigt Danny Kane mehr und mehr. Sie befürchten, dass er lieber ein Biker sein möchte als ein Informant. Schließlich fordern sie, dass er endlich Informationen liefert, die zu Verhaftungen führen. Kane berichtet, dass Simar Rock Machine-Mitglied Jean-Marc Cassie getötet hat. Die Waffe befinde sich in seinem Spind im Fitnessstudio. Die Polizisten überwachen das Studio und nehmen Simar fest, als er seine Pistole abholt. Beim Verhör leistet Simar keinen Widerstand. Er plaudert alles aus. Unter anderem offenbart er auch Schockierendes über den Polizeiinformanten Danny Kane. Um den Hells Angels einen vernichtenden Schlag zu versetzen, haben sich die Gesetzeshüter... ...will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt, man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd. Wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und der klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, es war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln. Na, wie wirken diese Herren hier hinter mir? Vertrauenswürdig? Nun, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber bei den Hells Angels, wie sich dieser Motorradclub nennt, gibt es nun schon das ein oder andere Indiz, dass es sich nicht nur um nette Männer mit Begeisterung für schwere Maschinen handelt. Drogenschmuggel, Waffenhandel, Prostitution, Körperverletzung, sogar drei Tötungen in den letzten Jahren, alles mit dabei. Kurzum, nicht gerade Menschen, mit denen man als rechtschaffener Bürger viel zu tun haben will. An der niedersächsischen Kleinstadt Walsrode aber kann man beispielhaft beobachten, wie leicht eine Gruppe wie die Hells Angels öffentliches Leben unterwandern kann, wenn sie ihre Kutten ausziehen und sich ein bürgerliches Mäntelchen überwerfen. Schon bald wird er bereuen, seinen Geliebten in den Club gebracht zu haben. Es war Simars Persönlichkeit. Er konnte nichts für sich behalten, prahlte mit seinen Verbrechen und kannte die Folgen gar nicht. Nach wenigen Monaten ist offensichtlich, dass Aimé Simar ein Risiko für Danny Kane darstellt. Den Hells Angels war er den Ärger nicht wert. Den Kontakt zu den Polizeibeamten vernachlässigt Danny Kane mehr und mehr. Sie befürchten, dass er lieber ein Biker sein möchte als ein Informant. Schließlich fordern sie, dass er endlich Informationen liefert, die zu Verhaftungen führen. Berichtet, dass Simar Rock Machine-Mitglied Jean-Marc Cassie getötet hat. Die Waffe befinde sich in seinem Spind im Fitnessstudio.
Die Polizisten überwachen das Studio und nehmen Simard fest, als er seine Pistole abholt. Beim Verhör leistet Simard keinen Widerstand. Er plaudert. Kane war erstmal ratlos. Er war in einer schrecklichen Lage. Wenn er Magnussen tötet, hält Mom Boucher ihn nicht länger für einen Spion und ernennt Kane endlich zum Vollmitglied. Aber was ist mit seiner Stellung bei der Polizei? Ein Informant darf keinen Mord begehen. Verweigert Danny Kane den Mord jedoch, steht er vor Mom Boucher als Verräter da. Es ist ein kaum lösbares Dilemma. Einerseits wäre Kane nur zu gern ein Hell's Angel. Andererseits hat er ihnen Rache geschworen. Was ist ihm wichtiger? Menschen zu manipulieren ist Danny Kane zur zweiten Natur geworden. Kurze Zeit nach Bouchers Fall den Polizeibeamten mit, dass er die Situation in den Griff bekommen habe. Kane hat Boucher auf eine Ehrenfrage hingewiesen. Und der ist darauf angesprungen. Kane meint, im Kodex der Hells Angels sollte eine neue Regel verankert werden. Muss ein Vollmitglied getötet werden, darf dies nur ein anderes Vollmitglied übernehmen. Er wusste, dass Mom Boucher ganz scharf darauf war, Autorität auszuüben und sich über die anderen zu erheben. Wie mit seiner großartigen neuen Regel. Nur ein Vollmitglied darf ein Vollmitglied töten. Damit ist Danny Kane erst einmal aus dem Schneider. Ihm fehlt ja der Status, um ein Vollmitglied wie Donald Magnussen zu ermorden. Auch die Polizeibeamten sind erleichtert. Wieder ein Kane aus einer schwierigen Situation herausgewunden. Allerdings fehlen ihnen weiterhin ausreichende Beweise, um Boucher vor Gericht zu stellen. Seit fast 2 Jahren versucht Kane bei den Hells Angels aufzusteigen. All seinen Bemühungen zum Trotz steht er noch immer auf der niedrigsten Stufe als Hangaround. Mit ihm stimmte was nicht. Wie kam er an sein Geld? Von 2000 Dollar die Woche konnte er jede Menge Bier und Essen spendieren. Hausdurchsuchungen, schon mal Diskriminierung. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Die erniedrigen uns hier immer. Die provozieren uns, damit wir noch mehr kriminell werden oder kriminell werden. Also, wir wissen gar nicht, was wir machen. Was sie machen? Allein 2010 listet die Polizei 648 Straftaten nur eines Clans auf. Wir wollen mit einem der Anführer sprechen. Der ist schwer zu finden und, so lässt er ausrichten, mit der Presse will er lieber nichts zu tun haben. Diese Großfamilie oder diese ethnischen Clans haben natürlich zu einem großen Teil auch das Ziel, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu sein. Das gilt genauso für die Rocker. Bremens Rocker. Die Mongols sind inzwischen zwar verboten, aber nächste Truppen stehen schon bereit. Diese nennen sich Median Empire. Im Internet machen sie auf harten Mann, posieren mit Waffen. Und auch die Black Jackets sind im Anmarsch. Sie haben ihr Clubhaus 15 Kilometer vor Bremen. Im Internet auf YouTube reimen sie schon bedrohlich wie die ganz Großen. Gefährliche Straßengangs schließen sich uns an, egal was noch kommt, wir halten zusammen bei dem nächsten Mal. Drohgebärden als Lifestyle oder bald schon Realität? Wobei wir momentan die Situation. Anwohner Budde ist nochmal auf privater Streife vor dem Clubhaus seiner Hells Angels Lieblingsfeinde. Heute ist mal nicht so viel los, egal. Budde will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat.
können. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt. Man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd. Wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und der klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, das war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln. Na, wie wirken diese Herren hier hinter mir? Vertrauenswürdig? Nun, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber bei den Hells Angels, wie sich dieser Motorradclub nennt, gibt es nun schon das ein oder andere Indiz, dass es sich nicht nur um nette Männer mit Begeisterung für schwere Maschinen handelt. Drogenschmuggel, Waffenhandel, Prostitution, Körperverletzung, sogar 3 Tötungen in den letzten Jahren, alles mit dabei. Kurzum, nicht gerade Menschen, mit denen man als rechtschaffener Bürger viel zu tun haben will. An der niedersächsischen Kleinstadt Walsrode aber kann man beispielhaft beobachten, wie leicht eine Gruppe wie die Hells Angels öffentliches Leben unterwandern kann, wenn sie ihre Kutten ausziehen und sich ein bürgerliches Mäntelchen überwerfen. Wie er seinen ersten Mord begangen hat. 1979 oder 80 im Bordeaux-Gefängnis. Schon damals wollte er sich unbedingt beweisen. Das Macho-Gehabe der Rockerbanden übt eine große Anziehungskraft auf Boucher aus. Zusammen mit seinem Freund Salvatore Gassetta gründet er den Motorradclub SS. Es ist der erste Schritt, sich seinen Traum zu erfüllen und ein Hells Angel zu werden. 1985 bietet sich eine weitere Chance. Bis zum Massaker in Lennoxville blieb alles ruhig. Damit fing der Ärger an. 1985 gibt es in Montreal 2 Hells Angels Charter. Die Mitglieder des Laval Charters wollen vor allem feiern. Häufig nehmen sie das Kokain, das sie verkaufen sollen, einfach selbst. Den profitorientierten Mitgliedern des Sorel Charters wird das zu bunt. Sie beschließen, ihren Standpunkt ein für allemal klar zu machen. Sie laden das Laval Charter zu einem Treffen in Lennoxville ein. Dort erschießen sie die Männer, ihre eigenen Brüder. Damit hoben die Hells Angels Gewalt und Einschüchterung auf eine neue Ebene. Das gab es unter Bikern noch nie. Die Rocker sind zu Mördern geworden. Sie machen jedoch einen entscheidenden Fehler. Ein Mann hat das Massaker überlebt. Er nennt der Polizei die Namen der Lennoxville-Mörder und die verhaftet fast die Hälfte aller Hells Angels in Quebec. Für Montboucher ist es eine einmalige Gelegenheit. Plötzlich gab es bei den Hells Angels ein Vakuum. Kerle wie Montboucher bekamen die Chance, Anwärter zu werden und sehr schnell zu Vollmitgliedern aufzusteigen. Salvatore Gassetta verabscheut die Vorgehensweise der Hells Angels. Die eigenen Brüder zu töten. Er wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Er gründete Rock Machine. Die Freundschaft zwischen Cassetta und Boucher nimmt so ein jähes Ende. Montboucher steigt bei den Hells Angels ein und der Bikerkrieg in Quebec nimmt seinen Lauf. Beide Clubs wollen die Vorherrschaft im profitablen Drogengeschäft erheben. Wie mit seiner großartigen neuen Regel. Nur ein Vollmitglied darf ein Vollmitglied töten. Damit ist Danny Kane erst einmal aus dem Schneider. Ihm fehlt ja der Status, um ein Vollmitglied wie Donald Magnusson zu ermorden. Auch die Polizeibeamten sind erleichtert. Wieder ein Kane aus einer schwierigen Situation herausgewunden. Allerdings fehlen ihnen weiterhin ausreichende Beweise, um Boucher vor Gericht zu stellen.
Seit fast 2 Jahren versucht Kane, bei den Hells Angels aufzusteigen. All seinen Bemühungen zum Trotz steht er noch immer auf der niedrigsten Stufe als Hangaround. Mit ihm stimmte was nicht. Wie kam er an sein Geld? Von 2000 Dollar die Woche konnte er jede Menge Bier und Essen spendieren. Außerdem fuhr er ein großes Auto. Irgendwann fragten die Mitglieder natürlich, woher er das Geld eigentlich hatte. Kane bittet die Polizei um Hilfe. Er brauchte ein Unternehmen zur Tarnung. Zu der Zeit lebte er am Rande des Schwulenviertels. Die Nachtclubs dort sind bereits unter der Kontrolle der Hells Angels. Aber Kane hat eine neue Idee, die homosexuelle Gemeinschaft auszubeuten. Er beschloss, eine kostenlose Zeitung herauszugeben, die sich über Kontaktanzeigen finanziert. Seine Kontaktleute bei der Polizei sind bereit, ihm zu helfen. Sie geben ihm 35.000 Dollar Startkapital für die Zeitung. Einige haben tatsächlich Kontaktanzeigen geschaltet. Einer von ihnen war Aimé Simard. Der Kleinbetrüger wohnte bei seiner Mutter in einem Vorort von Quebec. Egal, wie sie auf ihn aufpasste, er geriet immer in Schwierigkeiten. Mit seiner Anzeige sucht er einen Partner. Danny Kane antwortet ihm. Das gefiel ihm ungemein. Er mochte Emmy. Sie verstanden sich gut und begannen eine Affäre. Selbst auf der sexuellen Ebene lebte er ein Doppelleben. Er war verheiratet und hatte Kinder, aber auch homosexuelle Neigungen. Im Allgemeinen verbarg er solche Affären vor den Hells Angels, weil die etwas gegen Homosexualität haben. Risiko nur ein zusätzlicher Reiz. Er lebte gern gefährlich und liebte es, andere aufs Kreuz zu legen. Die eine Seite gegen die andere auszuspielen, gab ihm ein Gefühl von Macht. Der frischgebackene Informant kehrt umgehend in das Hells Angels Clubhaus zurück. Dort empfängt man ihn mit offenen Armen. Es war leicht, nachdem er gesessen hatte, ohne jemanden zu verraten. Kontakte hatte großen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat 2 Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Vollmitglied zu werden. Sie waren seine Chance, in der kriminellen Welt aufzusteigen. Als Hells Angel würden sich Dannys Träume von Geld, Macht und Respekt erfüllen. '94. Ein Krieg tobt in Montreal. Die Motorradclubs Hells Angels und Rock Machine bekämpfen sich bis aufs Blut. Es geht um Drogen und Macht. Drogen brachten jährlich 1 Milliarde Dollar. Die Verbrechen organisiert der Anführer der kanadischen Hells Angels, Mom Boucher.
Ich habe seinen ersten Mord gesehen. Boucher will die alleinige Kontrolle über Quebec. Er dachte, niemand käme an ihn ran. An der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Zum Clubleben gehören auch tägliche Besuche im Fitnessstudio. Sie hatten ihre eigene Ästhetik. Zumindest die Quebec Hells Angels sahen immer aus wie Actionfiguren. Mit übertrieben aufgepumpten Bizeps und Oberschenkeln. Selbst im Fitnessstudio belauscht Kane Mom Boucher. Welchen Rock Machine Club, welche Kneipe, welches Hauptquartier bombardiert er als nächstes? Er berichtete über die Strukturen der Angels und ihre Verbrechen, auch wer Bomben baute und wofür. Fünf Monate später erhält Danny Kane bereits $2000 wöchentlich für seine Berichte. Er ist der bestbezahlte Informant der kanadischen Polizei. Geld spielte eine große Rolle. Danny gibt gern und viel Geld aus. Vor allem für Frauen. Ein großzügiger Lebensstil war ihm sehr wichtig. Er konnte mit der Führungsriege feiern, die Frauen haben, die er begehrte, und ein Leben auf der Überholspur genießen. Im Grunde liebt Danny Kane das Leben als Motorradrocker. Er träumt noch immer davon, ein Vollmitglied zu werden. Seine Loyalität beweist er durch seine Arbeit für die Angels. Ursprünglich war Danny Kane ihr Sprengstoffspezialist. Er hat mehrere Bars und Clubs ausgebombt und... Und seine vielen Rocker. Die Bürger verschreckt, die Opposition empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen Bound anbietet, der die Geheimnisse der Hells Angels nur zu gern verraten will.
Danny Kane stammt aus einer ländlichen Gegend in Quebec. Seine Eltern können keine drei Kinder ernähren und geben Danny in die Obhut seines kinderlosen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat zwei Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Fusions-Dingfest zu machen. Das Manitoba und Satan's Choice aus Ontario hatten fast genauso viele Mitglieder wie die Hells Angels. Sie hatten vereinbart, ihre Reviere nicht den Angels zu überlassen. Statnik will seine Expansionspläne dennoch durchsetzen. Walter gründete die Demon Keepers. Statniks Vorhaben ist ebenso einfach wie hinterhältig. Seine neue Motorradgang wird die Drogen billiger anbieten als die anderen Dealer. Danny Kane soll sein Vorhaben umsetzen. Was wirklich hinter Statniks Plan steckt, erkennt Kane erst Monate später. Er ist stolz auf seine verantwortungsvolle neue Aufgabe. Danny war im siebten Himmel, weil ihm Macht übertragen worden war. Er war der Leiter der Demon Keepers und der Operation. Für ihn war klar, wenn mir das gut gelingt, werde ich Vollmitglied. Aber es war schwierig. Ich glaube nicht, dass schon mal jemand ein neues Charter eröffnen sollte, ohne in der Gegend bereits jemanden zu kennen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Weil sie keinerlei Kontakte hatten, versuchten die Demon Keepers einfach in Bars Drogen zu verkaufen. Als Franco-Kanadier in einer englisch geprägten Gegend fallen die Demon Keepers extrem auf. Am 1. April 1994 wird Danny Kane verhaftet. Sie fanden Drogen, Waffen und einen Kofferraum voller Demon Keepers Jacken. Es war sonnenklar, was vor sich ging. Kane nahm die ganze Schuld auf sich, obwohl er durch seine Vorstrafen am meisten zu verlieren hatte. Walter versicherte Danny, dass er ihm nicht die Schuld am Scheitern der Operation gab. Er sei weiterhin in Montreal willkommen, aber er wurde kein Prospect und erst recht kein Mitglied. Das nahm Danny übel. Der Plan war raffiniert und hinterhältig. Statnik verkündete großspurig, dass die Hells Angels das Gebiet übernehmen würden. Dabei hatten sie nie eine Chance. Im Gefängnis muss Kane erkennen, dass er nur eine Spielfigur für Statnik war. Die Demon Keepers mussten versagen. Sie dienten nur dazu, von Statniks Expansion in den Westen abzulenken. Danny wurde klar, dass Statnik ihn benutzt hatte. Ein gefährliches Spiel für Danny Kane. Wenn die Biker auch nur vermutet hätten, dass Danny ein Informant war, hätten sie ihn ermordet. Und es wäre ein langsamer, qualvoller Tod gewesen. Für Danny Kane ist das Risiko nur ein zusätzlicher Reiz.
Er lebte gern gefährlich und liebte es, andere aufs Kreuz zu legen. Die eine Seite gegen die andere auszuspielen, gab ihm ein Gefühl von Macht. Der frischgebackene Informant kehrt umgehend in das Hells Angels Clubhaus zurück. Dort empfängt man ihn mit offenen Armen. Es war leicht, nachdem er gesessen hatte, ohne jemanden zu verraten. Kontakte hatte er ja schon. Er hing immer mit den wichtigen Typen rum. Außerdem war er eine Art Diener, der alles erledigte, was man ihm auftrug. Noch ist Kane damit zufrieden, nur ein einfacher Soldat zu sein. So kommt er leicht an Informationen für die Polizei. Die Treffen mit der Polizei waren kurz. Die geheimen Treffen finden etwa dreimal wöchentlich in Hotelzimmern statt. Anfangs bezahlt die Polizei Kane $1,000 die Woche, in bar. Als Gegenleistung erfahren die Beamten von Kriegsvorhaben, wer wen ermordet hat und wer als nächstes dran ist. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny. Ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen und anbietet, der die Geheimnisse der Hells Angels nur zu gern verraten will. Danny Kane stammt aus einer ländlichen Gegend in Quebec. Seine Eltern können keine 3 Kinder ernähren und geben Danny in die Obhut seines kinderlosen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt.
Er hat zwei Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Fusions dingfest zu machen. Dennoch. Wissen Sie, ich bin seit 10 Jahren Mitglied des Hells Angels. Ich spende seit 1971. Ich werde mich doch jetzt mit 65 Jahren nicht mehr umbiegen lassen in meinem sozialen Verhalten. In der einen Sache bin ich Hells Angel, in der anderen Sache bin ich Mensch. Das ist doch meine Sache. Doch der grüne Störenfried macht weiter. Keine Geschäfte mehr mit Hells Angels, fordert er. Das ist offenbar zu viel der Kritik. Mit dem jahrelangen Frieden in Walsrode ist es nun vorbei. Erstes Anschlagsziel im vergangenen Herbst, das Auto des Grünen. Zerschlagene Fenster, zerstochene Reifen, dann noch ein kleines Feuerwerk auf dem Auto. Doch die Polizei hat die Täter bisher nicht gefunden und die Bürgermeisterin beruhigt, ein Zusammenhang mit dem Rocker-Thema sei nicht bewiesen. Bedauerlicherweise ist es so, dass ich fast einmal in der Woche eine Strafanzeige schreiben muss, weil eben öffentliche Einrichtungen durch Graffiti beschmiert werden, dass irgendetwas abhanden kommt, das geklaut wird, dass eben auch Dinge beschädigt werden. Dann allerdings der nächste Anschlag. Ziel diesmal das Haus des Rechtsanwaltes des grünen Politikers. Eine Kugel reicht. Eine unmissverständliche Botschaft für den Betroffenen. Weil eine so dezidierte, kurz gefasste Drohung versehen mit einem Fadenkreuz für mich kein Streich ist, sondern das ist eine Todes-, eine Morddrohung. Wieder kann die Polizei keine Täter finden. Wegen der Morddrohung kommt Walsrode aber in die Schlagzeilen. Es ist eine Stadt, an der deutlich wird, wie schnell Strukturen außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft aufgebaut werden können und wie schwierig es aufgrund der Machtposition der Hells Angels ist, diese Strukturen zu beseitigen. Nun will der Stadtrat endlich Flagge zeigen. Der erste Akt wird die Hells Angels allerdings kaum in Panik versetzen. Es ist nur eine Erklärung. Eigentlich eine Art Bittschrift an Vereine und Geschäftsleute der Stadt. Dass die Vereine und Verbände, die eine solche Nähe zu diesen Firmen zulassen, dass sie bitte damit aufhören. Die Deputation hat heute mit großer Mehrheit die Strategie des Innenressorts und der Polizei unterstützt. Das heißt Null Toleranz. Wir gehen weiter so konsequent vor wie am Wochenende. Wer hier sich zusammen findet, wird die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen dürfen. Und insofern sind wir auch auf zukünftige Auseinandersetzungen vorbereitet. Also es sieht sehr danach aus, dass die Aggressionen vom Wochenende von einer Gruppierung der Hells Angels ausgegangen sind. Und deswegen sind wir fieberhaft daran zu arbeiten, nunmehr durch ein Verbotsverfahren in die Öffentlichkeit zu nehmen. Die Deputation hat im Wesentlichen das auch bestätigt, was wir bisher machen. Es ist ja keine neue Studie. Die Treffen mit der Polizei waren kurz. Die geheimen Treffen finden etwa 3-mal wöchentlich in Hotelzimmern statt. Anfangs bezahlt die Polizei Kane $1,000 die Woche in bar. Als Gegenleistung erfahren die Beamten von Kriegsvorhaben, wer wen ermordet hat und wer als nächstes dran ist. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny. Ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben.
our lives. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Zum Clubleben gehören auch tägliche Besuche im Fitnessstudio. Sie hatten ihre eigene Ästhetik. Zumindest die Quebec Hells Angels sahen immer aus wie Actionfiguren. Mit übertrieben aufgepumpten Bizeps und Oberschenkeln. Selbst im Fitnessstudio belauscht Kane Mom Boucher. Welchen Rock Machine Club, welche Kneipe, welches Hauptquartier bombardiert er als nächstes? Er berichtete über die Strukturen der Angels und ihre Verbrechen, auch wer Bomben baute und wofür. Fünf Monate später erhält Danny Kane bereits 2000. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite führen wir sogenannte Strukturverfahren. Das heißt, wo Rocker im Bereich Rotlichtmilieu oder im Bereich Drogenhandel sind, da sind verdeckte Ermittler dran. Das ist natürlich schwierig und darüber reden wir auch nicht öffentlich, was da im Einzelnen läuft. Aber das sind so die beiden Elemente der polizeilichen Strategie. Naja, das Verbot der Hells Angels oder anderer Rockergruppen und auch ein Kuttenverbot macht durchaus Sinn. Das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich so, dass damit nur das äußere Erscheinungsbild. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny. Ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällt. Und erfüllt seine Pflichten ohne zu murren. Seine Schwäche ist Sex. Kane hat ständig neue Affären und genau das wird ihn schließlich in Schwierigkeiten bringen.
Kane hat sich seinen Ruf hart erarbeitet. Er begann mit Bodybuilding und wurde ein gefürchteter Drogendealer und Schuldeneintreiber für die Montreal Hells Angels. Auch für ranghohe Mitglieder wie den Landesvorsitzenden Walter Stadnick. Während sich Mom Boucher voll und ganz auf Quebec konzentriert, möchte Stadnick die Hells Angels in ganz Kanada ansiedeln. Nicht jeder hält das für eine gute Idee. Walters Versuche, andere Rockerclubs zu kontaktieren, wurden zunächst abgeblockt. Die Los Bravos aus Manitoba und Satan's Choice aus Ontario hatten fast genauso viele Mitglieder wie die Hells Angels. Sie hatten vereinbart, ihre Reviere nicht den Angels zu überlassen. Stadnick will seine Expansionspläne dennoch durchsetzen. Walter gründete die Demon Keepers. Stadnicks Vorhaben ist ebenso einfach wie hinterhältig. Seine neue Motorradgang wird die Drogen billiger anbieten als die anderen Dealer. Danny Kane soll sein Vorhaben umsetzen. Was wirklich hinter Stadnicks Plan steckt, erkennt Kane erst Monate später. Er ist stolz auf seine verantwortungsvolle neue Aufgabe. Danny war im siebten Himmel, weil ihm Macht übertragen worden war. Er war der Leiter der Demon Keepers und der Operation. Für ihn war klar, wenn mir das gut gelingt, werde ich Vollmitglied. Aber es war schwierig. Ich glaube nicht, dass schon mal jemand ein neues Charter eröffnen sollte, ohne in der Gegend bereits jemanden zu kennen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Weil sie keinerlei Kontakte hatten, versuchten die Demon Keepers einfach in Bars Drogen zu verkaufen. Als Franco-Kanadier in einer englisch geprägten Gegend fallen die Demon Keepers extrem auf. Am 1. April 1994 wird Danny Kane verhaftet. Sie fanden Drogen, Waffen und einen Kofferraum voller Demon Keepers Jacken. Es war sonnenklar, was vor sich ging. Kane nahm die ganze Schuld auf sich, obwohl er durch seine Vorstrafen am meisten... ...lässt sich leicht manipulieren, besonders da er von Kane und seinem kriminellen Lebenswandel schwer beeindruckt ist. Er war ganz heiß darauf, zu der Macho-Biker-Gemeinde zu gehören. Kane dachte sich, wenn die Hells Angels das nächste Mal einen Mord fordern, benutze ich sie mal. Kane stellt Emmy Simar seinen Freunden bei den Hells Angels als möglichen Anwärter vor. Außerdem verwickelt er Simar in kriminelle Geschäfte. Schon bald wird er bereuen, seinen Geliebten in den Club gebracht zu haben. Es war Simars Persönlichkeit. Er konnte nichts für sich behalten, prahlte mit seinen Verbrechen und kannte die Folgen gar nicht. Nach wenigen Monaten ist offensichtlich, dass Aimé Simar ein Risiko für Danny Kane darstellt. Den Hells Angels war er den Ärger nicht wert. Den Kontakt zu den Polizeibeamten vernachlässigt Danny Kane mehr und mehr. Sie befürchten, dass er lieber ein Biker sein möchte als ein Informant. Schließlich fordern sie, dass er endlich Informationen liefert, die zu Verhaftungen führen. Kane berichtet, dass Simar Rock Machine-Mitglied Jean-Marc Cassie getötet hat. Die Waffe befinde sich in seinem Spind im Fitnessstudio. Die Polizisten überwachen das Studio und nehmen Simar fest, als er seine Pistole abholt. Beim Verhör leistet Simar keinen Widerstand. Er plaudert alles aus.
Unter anderem offenbart er auch Schockierendes über den Polizeiinformanten Danny Kane. Um den Hells Angels einen vernichtenden Schlag zu versetzen, haben sich die Gesetzeshüter voll und ganz auf ihren Spion verlassen. Er ist ihre einzige Hoffnung, den Bikerkrieg in Montreal ein für allemal zu beenden. Die Aussagen seines Geliebten erschüttern jedoch die Vertrauenswürdigkeit des Spions. Wie viel waren seine Informationen wirklich wert? Dies nur ein anderes Vollmitglied übernehmen. Er wusste, dass Mom Boucher ganz scharf darauf war, Autorität auszuüben und sich über die anderen zu erheben. Wie mit seiner großartigen neuen Regel: Nur ein Vollmitglied darf ein Vollmitglied töten. Damit ist Danny Kane erst einmal aus dem Schneider. Ihm fehlt ja der Status, um ein Vollmitglied wie Donald Magnuson zu ermorden. Auch die Polizeibeamten sind erleichtert. Wieder ein Kane aus einer schwierigen Situation herausgewunden. Allerdings fehlen ihnen weiterhin ausreichende Beweise, um Boucher vor Gericht zu stellen. Seit fast 2 Jahren versucht Kane, bei den Hells Angels aufzusteigen. All seinen Bemühungen zum Trotz steht er noch immer auf der niedrigsten Stufe als Hangaround. Mit ihm stimmte was nicht. Wie kam er an sein Geld? Von 2000 Dollar die Woche konnte er jede Menge Bier und Essen spendieren. Außerdem fuhr er ein großes Auto. Irgendwann fragten die Mitglieder natürlich, woher er das Geld eigentlich hatte. Kane bittet die Polizei um Hilfe. Er brauchte ein Unternehmen zur Tarnung. Zu der Zeit lebte er am Rande des Schwulenviertels. Die Nachtclubs dort sind bereits unter der Kontrolle der Hells Angels. Aber Kane hat eine neue Idee, die homosexuelle Gemeinschaft auszubeuten. Er beschloss, eine kostenlose Zeitung herauszugeben, die sich über Kontaktanzeigen finanziert. Seine Kontaktleute bei der Polizei sind bereit, ihm zu helfen. Sie geben ihm 35.000 Dollar Startkapital für die Zeitung. Einige haben tatsächlich Kontaktanzeigen geschaltet. Einer von ihnen war Aimé Simard. Der Kleinbetrüger wohnte bei seiner Mutter in einem Vorort von Quebec. Egal, wie sie auf ihn aufpasste, er geriet immer in Schwierigkeiten. Mit seiner Anzeige sucht er einen Partner. Danny Kane antwortet ihm. Das gefiel ihm ungemein. Er mochte Amy, sie verstanden sich gut und begannen eine Affäre. Selbst auf der sexuellen Ebene lebte er ein Doppelleben. Er war verheiratet. Zum Clubleben gehören auch tägliche Besuche im Fitnessstudio. Sie hatten ihre eigene Ästhetik. Zumindest die Quebec Hells Angels sahen immer aus wie Actionfiguren. Mit übertrieben aufgepumpten Bizeps und Oberschenkeln. Selbst im Fitnessstudio belauscht Kane Mom Boucher. Welchen Rock Machine Club, welche Kneipe, welches Hauptquartier bombardiert er als nächstes? Er berichtete über die Strukturen der Angels und ihre Verbrechen. Auch wer Bomben baute und wofür. Fünf Monate später erhält Danny Kane bereits 2000 Dollar wöchentlich für seine Berichte. Er ist der bestbezahlte Informant der kanadischen Polizei. Geld spielte eine große Rolle. Danny gibt gern und viel Geld aus, vor allem für Frauen. Ein großzügiger Lebensstil war ihm sehr wichtig.
Er konnte mit der Führungsriege feiern, die Frauen haben, die er begehrte, und ein Leben auf der Überholspur genießen. Im Grunde liebt Danny Kane das Leben als Motorradrocker. Er träumt noch immer davon, ein Vollmitglied zu werden. Seine Loyalität beweist er durch seine Arbeit für die Angels. Ursprünglich war Danny Kane ihr Sprengstoffspezialist. Er hat mehrere Bars und Clubs ausgebombt und viele weitere Bomben gebaut. Je länger der Bikerkrieg andauert, umso tiefer verstrickt sich Kane in die Machenschaften der Hells Angels. Die Polizei hat sich in eine gefährliche Lage gebracht. Sie macht gemeinsame Sache mit einem gewieften Kriminellen. In seinen Gesprächen mit den Beamten belastet Kane sich nie selbst. Die eigenen Verbrechen musste er anderen anlasten. Und das hat Kane als Informant sehr oft getan. Die Polizisten sind auf die Insider-Informationen angewiesen, wenn sie Mom Boucher hinter Gitter bringen wollen. Schon deshalb schauen sie weg, wenn es um Kanes Gesetzesbrüche geht. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat zwei Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Vollmitglied zu werden. Sie waren seine Chance, in der kriminellen Welt aufzusteigen. Als Hells Angel würden sich Dannys Träume von Geld, Macht und Respekt erfüllen. Ein Krieg tobt in Montreal. Die Motorradclubs Hells Angels und Rock Machine bekämpfen sich bis aufs Blut. Es geht um Drogen und Macht. Drogen brachten jährlich $1 Milliarde. Die Verbrechen organisiert der Anführer der kanadischen Hells Angels, Mom Boucher. Ich habe seinen ersten Mord gesehen. Boucher will die alleinige Kontrolle über Quebec. Er dachte, niemand käme an ihn ran. Anfangs bekämpfen die Biker sich nur untereinander. Aber schließlich gibt es auch unschuldige Opfer. Empört verlangen die Bürger, dass die Polizei endlich eingreift. Die Beamten müssen Mom Boucher dingfest machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Insider, der bereit ist, seinen Club zu verraten. Aber können sie einem Kriminellen trauen, der sich bei den Hells Angels hocharbeitet? Die Beamten haben keine Wahl. Sie können... Doch seine Gegner von Rock Machine geben sich nicht kampflos geschlagen. Wir werben Leute an, die gegen die Hells Angels waren.
Rock Machine stocken ihre Truppen mit Kleinkriminellen und unabhängigen Drogendealern auf. Wir wollten sie so hart treffen, dass sie nicht wieder aufstehen. Bouchers Versuch, die gesamte Unterwelt zu beherrschen, lässt den Bikerkrieg endgültig eskalieren. Sie mussten erkennen, dass wir Widerstand leisten. Am 9. August 1995 gerät die Situation endgültig außer Kontrolle. Die Hells Angels zünden eine Bombe in einer Wohngegend. Der Sprengsatz ist für einen Rivalen bestimmt. Zum ersten Mal in all den Jahren gibt es jedoch auch ein unbeteiligtes Opfer. Ein Splitter trifft den 11-jährigen Daniel Desrochers. Sein Tod versetzt die Bürger in Aufruhr. Sie verlangen, dass die Polizei endlich hart durchgreift. Der Krieg zwischen Hells Angels und Rock Machine wurde lange genug ignoriert. Nun hat er das Leben eines Kindes gefordert. Damit haben die Rocker eine Grenze überschritten. Die Gesellschaft will die Ausschreitungen nicht länger hinnehmen. Die Menschen fürchteten die Biker schon länger, aber solange sie sich nur gegenseitig töteten, sahen sie weg. Dann starb auf einmal ein unschuldiges Kind und die Bürger waren außer sich. Am meisten hat mich getroffen, dass die Bombe mit einer Fernbedienung gezündet wurde. Die Täter waren nicht etwa kilometerweit entfernt. Sie müssen das Kind gesehen haben. Es war ihnen egal. Ihr Job war es, die Bombe zu zünden, und nur das zählte. Insbesondere Mom Boucher zeigt sich nicht besonders erschüttert von Daniels Tod. Ein Kind ist gestorben und am nächsten Tag lacht er schon wieder in die Kameras, obwohl seine Leute den Wagen gesprengt hatten. Er war einfach widerlich. Die Polizei gründet umgehend ein Sondereinsatzkommando. Seine Aufgabe, Mom Boucher und seine Bande festzusetzen. And the public went nuts.